Heute beschäftigen wir uns mit der Intex Pool Aufbauanleitung. Wir zeigen dir, wie du deinen Pool aufstellst und auf was du dabei achten musst. Hallo, ich bin's wieder, der Max, und jetzt stellen wir endlich unseren Pool auf. Bevor du deinen Pool aufstellst, solltest du dir vielleicht nochmal das Video über den Untergrund anschauen. Das habe ich dir in der Beschreibung verlinkt. Der Pool ist ebenfalls unten in der Beschreibung verlinkt. Bevor ihr euren Pool aufbaut, müsst ihr auf drei Dinge achten. Zum einen den Karton vorsichtig öffnen, damit ihr den Pool im Winter wieder sauber verpacken könnt. Zum anderen die Folie niemals ziehen, immer tragen, damit es keine Kratzer und Risse gibt. Und als drittes vor dem Aufbauen alle Träger und Verbinder zurechtlegen. Als ersten Arbeitsschritt legen wir unsere Poolplane auf die Untergrundplane. Wir müssen darauf aufpassen, alle Anschlüsse und Ausläufe auf die richtige Seite zu legen. Den Auslauf niemals in Richtung Haus legen. Wenn ihr die Folie ausgerichtet habt, legt ihr euch am besten alle T-Verbinder und Stützen zurecht, dann tut ihr euch nachher leichter. Wir haben jetzt die T-Stücke, die Randstücke und die Füße ausgelegt. Auf die Füße habe ich schon die Schutzkappen aufgesteckt und auch die Verbindungsstäften für die T-Stücke habe ich vorbereitet. Hierbei müsst ihr noch die Gummidichtungen aufstecken und darauf achten, den Wulst nach unten zu stecken. Zuerst bauen wir den Rahmen um den Pool auf. Hierzu stecken wir die Rahmenteile durch die dafür vorgesehenen Laschen und verbinden sie mit den T-Stücken. Und los geht's! So, geschafft! Der Poolrahmen ist fertig. Als nächstes heben wir ihn hoch und stecken die Beine unter. Hierbei müssen wir darauf achten, die Nase kommt nach innen. Der Pool steht. Jetzt fehlt nur noch unsere Einstiegsleiter. So, jetzt können wir die Leiter zusammenbauen. Hierzu benötigen wir einen Schraubenzieher und einen Gabelringschlüssel der Größe 10. Beim Zusammenschrauben der Schrauben den Sprengring nicht vergessen. Dieser kommt auf die Seite der Mutter. Zum Schluss noch die zweite Leiter einklipsen und dann ab in den Pool damit. So, der Pool ist jetzt fertig. Bevor wir das Wasser einlaufen lassen können, müssen wir noch die Pumpe anschließen. Dazu haben wir auch ein Video in unserer Playlist. Um auf dem Laufenden zu bleiben, abonniert bitte unseren Kanal. Und jetzt, falls euch das Video gefallen hat, viel Spaß beim Teilen, Liken und Kommentieren.